Architektur muss sich einfügen bzw. muss ein Teil des Ganzen werden. Und in dem Fall war es natürlich diese nahezu unbelassene Natur. Es ist ein wunderbarer Ort. Sie müssen sich vorstellen, im Sommer, wir haben Weidewiesen rundherum. Man hört die Kühe, ja. Man hört kein Auto, es ist wirklich Natur pur. Und eben das bestehende Passionsspielhaus. Und diese Parameter evozieren genau dieses Projekt, was wir realisiert haben. Wenn wir also von Equitone sprechen, das, was wir nach außen transportieren wollten, hat diese Platte eigentlich in sich aufgenommen, ja, diese philosophische oder inhaltliche Idee. Dieser Felsspalt oder dieser Schiefer, dieser Stein, sag ich mal, driftet aus dieser Landschaft heraus. Ja. Die Architektur ist selbst der Kristall, ja, und die Platte gibt dieses ganz tiefe Erscheinungsbild durch seine Oberfläche, eben das Nichtglänzende, das ist seidenmatt, matt. Ja. Und nicht umsonst ist der Eingang sehr klein gehalten, nahezu versteckt, wie in einen Felsspalten geht man hinein. Ja. Und da sehen Sie alle diese emotionalen Momente, ja. Nicht zu sagen, da bin ich und ich öffne mich so, sondern versucht da mit ganz sensibel, mit feinen Rädchen, die gedreht werden, einen Menschen wirklich dort auch hinzubringen oder zu begleiten. Ja. Ja, also es sollte eine matte Oberfläche sein, es sollte sozusagen, wenn das Licht drauf fällt, sich unterschiedliche Helligkeiten darstellen, der Baukörper sollte modelliert werden und gleichzeitig sollte es aber auch eine natürliche Anmutung haben. Daher sind wir auf ein mathematisches Prinzip gestoßen, der sogenannten Penrose Tessellation, die aus zwei unterschiedlichen Elementen besteht, die wir dann zusammengefügt haben zu dem sogenannten Erl-Modul, was man in die Unendlichkeit multiplizieren konnte und dort eben diese großformatigen Flächen eben ausschneiden konnte. Also zuerst wird man durch die Tektonik geleitet im Foyer, auch außen und so weiter, aber sobald man den Raum betritt, kehrt eine Ruhe plötzlich ein, dies ist unfassbar. Und das sind emotionale Momente, die für uns grundsätzlich allgemein unglaublich wichtig sind, das heißt Emotionen hervorzurufen. Ja. Für mich einer der emotional schönsten Momente war jenes, als ich die Möglichkeit bekommen habe, dass eine Opernsänger mir ganz privat in den großen Saal eine Arie vorgesungen hat und mir sind dabei nahezu die Tränen gekommen. Ja. Nichts umsonst gibt es für uns einen Leitsatz, Architektur ist nichts anderes als angewandte Physiologie. Und das ist in dem Fall wirklich eins zu eins auch umgesetzt worden mit dem Festspielhaus in Erlangen.